Moin, meine Freunde, willkommen zum Feedback Sonntag. Ja, meine Kamera chillt gerade und deshalb gibt es hier mich quasi aus der Off-Stimme heraus. Es ist schon sehr, sehr spät, das Videokamerarennen sprechen spät hoch und das soll quasi nur eine kleine Reflexion sein, was quasi so bei mir abgeht. Und aktuell sind ja die Worlds, na, und alle sind verdammt hyped. Naja, und ich muss ehrlich sein, ich gehöre da dazu. Die Worlds sind ja dieses Mal in Amerika, deshalb sind die Zeiten ein kleines bisschen räudig, aber trotzdem ist für mich persönlich das jedes Jahr so ein bisschen der Höhepunkt. Wir haben das Ganze jetzt irgendwie auch nicht auf YouTube oder sowas übelst overhyped oder ich habe irgendwie nicht viel darüber geredet, sondern ich persönlich bin halt jemand, der einfach gerne League of Legends Spiele sieht und gerade das internationale Aufeinandertreffen halt sehr, sehr feiert. Ich denke, für viele war die letzte Saison so ein bisschen seltsam, was die LCS angeht, dass wir diese zwei Kanäle hatten und dass dadurch natürlich die Zuschauerzahlen zurückgingen. Viele haben gesagt, oh, LOL ist tot. Es war auch zur gleichen Zeit natürlich Overwatch gehypt und so weiter und so fort. Aber ich merke jedes Jahr, bei den Worlds haben die Leute so richtig Bock wieder auf League of Legends. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Weltmeisterschaft bereits am ersten Tag extrem viel Spaß gemacht hat. Also natürlich mussten wir uns bei Summoners In, also gerade die Kommentatoren, Analysten, natürlich die Moderatoren so ein bisschen umstellen. Das bedeutet, wir haben unseren Schlafrhythmus im Prinzip komplett vernichtet, also bewusst vernichtet. Und das bedeutet, wir kommentieren ja von, ja, also gestern war es quasi von 1 Uhr nachts mit Pre-Show natürlich noch, also so ein Stück weit früher, ja, bis 8 Uhr morgens. Und das war natürlich entsprechend anstrengend, aber die Spiele machen das Ganze wieder weg. Das ist irgendwie der Wahnsinn. Also auch hier im Hintergrund könnt ihr die ein oder anderen Szenen sehen. Auch in der Beschreibung unten könnt ihr sehr gerne eine Zusammenfassung verlinken. Das haben unsere Kollegen von Summoners In gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also wirklich schlicht und einfach. Und wenn ihr die Worlds nicht schafft, weil wie gesagt, die Uhrzeiten, die sind ein bisschen insane, könnt ihr das Ganze entweder per YouTube nachholen oder die VODs anschauen oder natürlich auch den Rebroadcast, den wir zu etwas humaneren Zeiten ausstrahlen. Also da sollte auf jeden Fall keine Problematik mit sein. Ich möchte aber auf jeden Fall so ein kleines Feedback geben, wie ich mich bei diesen ganzen Dingen fühle. Ne? Wie gesagt, League of Legends ist ja schon ein mittlerweile sehr, sehr altes Spiel und ich nehme die Weltmeisterschaften erst vor wenigen Jahren quasi wirklich bewusst wahr, weil wir natürlich auch ein Kommentatorenteam darstellen und ich muss sagen, dass es dieses Jahr wieder wirklich nur der allererste Tag alleine schon so dermaßen viel Spaß gemacht hat, dass ich schon fast traurig bin, dass ich die anderen Tage nicht kommentiere. Also ich werde halt vergleichsweise selten dabei sein. Ab dem Halbfinale bin ich dann regelmäßiger da, aber sonst übernehme ich halt die Freitage hauptsächlich. Und ich muss sagen, wir sind halt wieder im alten Studio, in dem kleineren und das ist halt voll schön. Wir sind alle wieder gemeinsam in den Raum, es ist nicht getrennt, wir können mehr miteinander agieren und dieses internationale Aufeinandertreffen, was das Meta und so weiter angeht, ist halt übelst schön. Gerade am gestrigen Tag, und das ist jetzt natürlich ein knallharter Spoiler, hatte ja ins E-Sport gewonnen. Na, also, ich konnte also auf jeden Fall, das brasilianische Team hat einfach den Favoriten aus China weggepöllert, was halt zum Totlachen war und was für mich auch der Grund ist, warum Wildcard-Teams bitte immer eingeladen werden sollten, obwohl sie natürlich in den letzten Jahren wirklich viel auf die Schnauze bekommen haben, waren diejenigen immer, ja, immer die mir im Gedächtnis bleiben, also diese wirklich sehr, sehr hoch motivierten Spieler waren in der Lage, einen Giganten eigentlich aus einem recht erfolgreichen Bereich der League of Legends Szene ein kleines bisschen fertig zu machen. Und das ist halt so für mich persönlich der Zauber so ein Stück weit. Wo ich auch drüber nachdenke, brauchen wir eigentlich diese zwei, diese Summer und Spring Splits und natürlich die kleinen Turniere dazwischen, um League of Legends irgendwie groß und schön zu machen. Also ich habe das Gefühl, man müsste das so ein bisschen wie Dota oder andere E-Sport-Titel machen, dass man einfach regelmäßig internationale große Turniere gibt. Sicherlich gibt es noch MSI und Intel Extreme Masters und sowas, aber nichts ist so dermaßen geil wie die Weltmeisterschaften, wo sich wahrscheinlich das Meta auch irgendwann festfahren wird. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich halt richtig, richtig Bock habe. Und wenn ich natürlich auch nicht in der Lage bin, jedes Spiel da zu sehen und natürlich auch jetzt direkt nachdem ich das Video aufgenommen habe, mich sofort ins Bett schmeißen werde, bin ich ja doch relativ begeistert, wie auch dann die Reaktionen auf Twitter und so weiter sind. Also es ist gerade wirklich für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Zeit und ich hoffe, ihr könnt das Gleiche teilen.
Ich würde gerne auf jeden Fall in den Kommentaren gerne lesen wollen, was ihr aktuell von der Weltmeisterschaft haltet. Ist es wirklich so schlimm, dass die Uhrzeiten so tödlich sind, oder sagt man sich, ist egal, ich will geile Spiele sehen, ich will coole Manöver sehen und vor allen Dingen auch, was halt mir ganz wichtig ist, ist auch mal den ein oder anderen Underdog zu feiern. Inz hat es einfach vorgemacht und die Brasilianer, die rasten halt komplett aus. Ne? Da gab es auch lustige Stream-Ausschnitte, wie die halt fortkommentiert haben und die sind halt komplett durchgedreht, als deren Team in Anführungszeichen gewonnen hat. Das sind halt solche Sachen, die mich als E-Sport-Verfolger sehr, sehr glücklich machen. Gut, das ist so aktuell meine Lage bezüglich der Worlds. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ein bisschen traurig, dass nicht jedes Spiel dabei sein kann, aber dafür genießt du natürlich die Zeit bei der Familie. Und ich wünsche dir einen wundervollen, entspannten Tag. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung, wenn ihr nichts zu den Worlds verpassen wollt. Und haut rein. Viel Spaß beim Ranked.